Herzlich willkommen zur zweiten Einheit des Online-Kurses. Im letzten Video haben wir uns bereits mit Griffen und Tritten beschäftigt. Heute wird es um die richtige Belastung davon, um Arten des Kletterns und um weitere Techniken gehen. Dieses Video wird als 360 Grad und als normales Video aufgenommen. Dadurch erhält man die Möglichkeit, die Techniken nicht nur von außen betrachten zu können, sondern auch aus der Perspektive des Kletternden, was völlig neue Einblicke ermöglicht. Nun starten wir mit der richtigen Belastung von Tritten. Um auf Tritten guten Halt zu bekommen, ist es wichtig, diese richtig anzusteigen, speziell wenn die Tritte sehr klein sind. Tritte sollten immer präzise angestiegen werden, um den Tritt richtig zu belasten und ein Abrutschen zu verhindern. Kletterschuhe sind nach vorne hin spitz zusammenlaufend und bieten durch eine gewisse Vorspannung an der Spitze speziell guten Halt. Dadurch ergeben sich an der Spitze zwei Zonen, die üblicherweise beim Klettern verwendet werden. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen normales Treten und Steigen nicht mehr ausreichend ist. Hier werden spezielle Techniken, sogenannte Hooks, angewendet, um mit den Füßen Halt zu bekommen. Da sich nicht nur Tritte, sondern auch Griffe immer voneinander unterscheiden, werden diese auch unterschiedlich belastet. Griffe werden grob in Henkel, Leisten, Aufleger und Zangengriffe eingeteilt. Henkel sind Griffe, die mit allen Fingern umschlossen werden können. Leisten hingegen nur mit den jeweils ersten zwei Fingergliedern. Bei Henkel und Leisten ist die Belastungsrichtung meist sehr leicht zu erraten, da diese eine Grifffläche vorweisen, die mit 90 Grad Belastungsrichtung den besten Halt bietet. Aufleger bieten den besten Halt, wenn der Schwerpunkt des Körpers direkt darunter liegt und mit der gesamten Handfläche Reibung aufgebaut wird. Wie auch hier der Name Zangengriff schon erahnen lässt, werden diese Griffe wie mit einer Art Zange von den Händen gefasst. Die Richtung der Belastung kann ja abhängig von der Situation variieren. Nun werden wir verschiedene Arten des Kletterns bzw. Ausgangspositionen für Kletterzüge genauer betrachten. Beginnen wir mit der frontalen Position. Hier steht man frontal zur Wand, beide Knie sind nach außen gedreht und der Körperschwerpunkt befindet sich direkt unter dem Griff. Im Gegensatz dazu gibt es die eingedrehte Position. Hier ist der äußere Arm gestreckt und fixiert den Griff. Beide Füße sind eingedreht und der Schwerpunkt wird hier auch tief gehalten. Welche Position wann eingenommen wird, ergibt sich meist aus der jeweiligen Situation. Bei seitlich gedrehten Griffen bietet sich meist die eingedrehte Position an. Durch die eingedrehte Position kann auch die Reichweite beim Queren einer Wand erhöht werden. Manchmal ist es notwendig, auf einem Tritt den Fuß zu wechseln. Dafür gibt es auch verschiedene Techniken. Ist der Tritt groß genug, kann natürlich seitlich dazugestiegen werden. Bei kleineren Tritten kann der Fuß von oben langsam gegen den anderen ausgetauscht werden. Eine andere Technik ist das Umsteigen auf Reibung. Hier wird ein Fuß neben dem Tritt auf die Wand gesetzt und so der andere entlastet, um den Wechsel durchzuführen. Ein schneller fliegender Wechsel kann zwar funktionieren, jedoch ist präzises Ansteigen hier bestimmt nicht mehr möglich und die Gefahr abzurutschen groß. Längere Routen können oft anstrengend für Arme und Hände sein. Hier kommt jede kurze Pause dann sehr gelegen. Es gibt verschiedene Rastpositionen, in denen eine oder sogar beide Hände entlastet und auch kurz ausgeschüttelt werden können. Bei jeder eingetretenen oder auch frontalen Position ist bereits eine Hand entlastet und kann so pausieren. Lässt es das Gelände zu, kann auch ein sogenannter No-Hand-Rest, also eine Rastposition, in der beide Hände frei sind, eingenommen werden. Wird ein Bein in der frontalen Position höher positioniert, kann das Körpergewicht auf dieses Bein gelagert werden und beide Hände können rasten.